bessere Fotos aufnehmen. Das ist wahrscheinlich so ein Thema, das dich genauso umtreibt wie mich. Vor allen Dingen, weil ich jemand bin, der eigentlich konstant versucht, besser zu werden in dem, was er tut, also auch beim Fotografieren. Und es gibt so unfassbar viele Videos zu dem Thema, dass man eigentlich auch ständig irgendwas findet, was man neu lernen kann. Ich habe jetzt aber letztens einen Gedanken gehört, den ich mal mit dir teilen wollte, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass man irgendwie automatisch besser wird im Fotografieren, einfach dadurch, dass man oft genug auf die Straße geht, beziehungsweise oft genug rausgeht und einfach die Sache macht, die man irgendwie verbessern möchte. Und man sich dadurch halt einfach automatisch verbessert. Zu Teilen stimmt es sicherlich auch, aber zu mir hat letztens jemand einen sehr spannenden Satz gesagt. Und zwar, du nimmst erst dann bessere Fotos auf, wenn das, was du aktuell fotografierst, für dich einfach zu langweilig wird. Jetzt war ich erstmal so ein bisschen stutzig und nicht ganz sicher, ob das eine sinnige Aussage ist. Aber wenn ich so ein bisschen auf meine Entwicklung zurückgucke, dann passt es eigentlich ziemlich genau. Zum Beispiel, gerade in der ersten Woche, wo ich meiner Kamera noch ganz brandneu war, war ich einfach so glücklich darüber, generell irgendwelche coolen Fotos aufzunehmen, dass ich einfach stinknormale Blumen im Garten fotografiert habe und richtig zufrieden war mit den Bildern, die ich hatte. Dann nach 2-3 Tagen wurden Blumen halt langweilig und ich habe aber entdeckt, was Tiefenschärfe ist und dass man Sachen gezielt unscharf darstellen kann und habe dann zum Beispiel einfach nach einem Regenschauer einfach irgendwelche Regentropfen fotografiert und war damit super zufrieden. Und auch da hat es jetzt erstmal einen kleinen Zeitraum gedauert, ehe ich irgendwie unzufrieden geworden bin mit meinen Fotos. Hauptsächlich, weil ich gedacht habe, okay, ursprünglich dachte ich, das sind ganz coole Fotos, aber irgendwie die ganzen Fotografen, die ich so als Vorbild habe, wenn ich jetzt deren Bilder mit meinen vergleiche, dann hatten die halt nicht genau dieselbe Wirkung. Und das war halt der Moment, wo ich mir dann einfach viel mehr zu dem Thema Bildaufbau und bessere Bilder aufnehmen halt selber beigebracht habe und mal quasi in dieses ganze Thema nach und nach weiter eingearbeitet habe. Warum erzähle ich dir jetzt die ganze Geschichte? Naja, wahrscheinlich können wir uns darauf einigen, dass meine ersten Bilder jetzt keine absoluten Meisterwerke waren. Aber ich weiß noch, dass ich damals halt richtig glücklich und richtig zufrieden damit war und ich habe sie nicht umsonst auf meiner Festplatte gespeichert. Und genauso, wie man mir das beschrieben hatte, immer erst, wenn ich selbst unzufrieden war mit den Bildern, die ich aufgenommen habe, dann kam der Punkt, wo ich mich hingesetzt habe und mir irgendwas Neues gesucht habe, das ich lernen konnte. Ganz oft ist es natürlich auch ein automatischer Prozess, über den du jetzt nicht bewusst nachdenkst, einfach nur, weil es am Anfang so viele Sachen gibt, die du lernen kannst und auch diese ganze Entwicklungskurve so schnell vorangeht, dass wenn du dich nur so ein kleines bisschen mit dem Thema beschäftigst, du einfach super schnell neue Sachen lernst und einfach dadurch du an den Punkt kommst, wo das Alte so ein bisschen langweilig wird und dich das Neue halt einfach viel mehr reizt. Jetzt ist es aber auch so, dass je besser du in irgendwas wirst, dieses Verbesserungsintervall auch immer länger wird. Das heißt, am Anfang dauert das nur so ein paar Tage, dann ein paar Wochen und irgendwann ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre, bis du halt irgendwann merkst, dass du wirklich besser geworden bist. Gerade wenn du in dem Zeitraum bist, wo du dann tendenziell eher Monate oder Jahre brauchst, um wirklich merklich irgendwelche Verbesserungen zu erzielen, kann es halt ganz schnell sein, dass du so eine Art Langeweile bekommst und einfach schnell frustriert wirst mit deiner Fotografie an sich. Gerade weil du an dem Punkt wahrscheinlich schon eine gute Grunderfahrung hast, hast du jetzt auch nicht mehr so die superschnellen, offensichtlichen Lernfortschritte. Und dann kommt relativ schnell der Punkt, wo du überlegst, ob die Sache an sich, also das Fotografieren an sich, dir überhaupt noch Spaß macht. Und du vergisst da so ein bisschen, dass quasi früher diese Langeweile und Unzufriedenheit halt eher der Trigger war, neue Sachen zu lernen. Um dir noch ein greifbares Beispiel zu geben, mir geht es gerade in der Streetfotografie so. Die mache ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren und war super viel auf der Straße unterwegs und habe halt so das Gefühl, dass es mittlerweile für mich relativ repetitiv geworden ist und ich halt sehr oft ähnliche Bilder aufnehme und sich da jetzt auch so langsam diese klassische Langeweile einstellt. Und ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze löse, aber der Kern ist eigentlich immer, dass man sich versucht, irgendeine Challenge zu setzen. Also ich könnte zum Beispiel irgendwo anders fotografieren gehen oder mir ein gewisses Thema suchen und dazu ein Fotoset erstellen oder einfach eine andere Methode zum Aufnehmen nutzen. Also zum Beispiel irgendwie mit Film fotografieren oder in Schwarz-Weiß oder sonst irgendwas. Einfach um sich halt eine gewisse Herausforderung, vielleicht auch irgendein Ziel zu setzen und halt einfach was zu haben, an dem man arbeiten kann und nicht einfach nur so dieses klassische auf gut Glück und es wird schon irgendwas passieren hat. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wohin mich das Ganze führt und was genau ich machen werde, aber das führt mich wieder zurück zu dem Kerngedanken, dass ich wieder irgendwas gefunden habe, was mich halt anfängt zu langweilen und das halt eigentlich immer der Trigger ist, woran du dann erkennst, dass es Zeit ist, irgendwas Neues zu lernen und quasi dich weiterzuentwickeln. Und den Gedanken wollte ich einfach mal mit dir teilen, einfach weil mir das bisher nie so bewusst war.
Und ich immer gedacht habe, okay, wenn irgendwas langweilig oder eintönig wird, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass mir die Sache an sich nicht mehr genug Freude bereitet und es halt genauso gut sein könnte, dass einem einfach die Challenge fehlt und dass man einfach irgendwie sich eine Herausforderung setzen sollte, um quasi so einen Entwicklungsschritt zu machen. Und zumindest für mich ist dieses Gefühl der Weiterentwicklung auch eine ziemlich große Motivation und Freude, die ich aus dem Fotografieren ziehe. Und deshalb habe ich gedacht, ist das vielleicht auch ein relevanter Gedanke für dich, falls du irgendwann an den Punkt kommst, wo du vielleicht so ein bisschen die Faszination fürs Fotografieren verlierst und dir da einfach in Erinnerung rufst, vielleicht fehlt dir auch einfach die entsprechende Challenge und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Aber vielleicht bin ich mit meinen Gedanken auch irgendwo komplett falsch abgebogen. Also lass mich gerne mal wissen, ob du irgendwas anders siehst. Ansonsten hoffe ich, hat dir das Video gefallen. Wenn dem so war, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, abonniere den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.